Servus Leute, hier ist wieder Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witness. Ja, zwischendurch mal kurz ein bisschen Hirn abkühlen und schon funktioniert es einigermaßen, denn ich habe mich kurz ein kleines bisschen inspirieren lassen. Ja, ich habe ganz kurz mal einen kurzen Wisch über die Komplettlösung geguckt, aber nicht mal richtig die Lösung erkannt. Das Einzige, und das ist das Geniale bei mir, wenn ich einmal ganz kurz über eine Sache drüber gucke, erkenne ich es noch grundsätzlich nicht, aber ich weiß schon, worum es geht, so ungefähr. Das ist genial. Das macht sich zwar nicht unbedingt beliebt immer, wenn ich zum Beispiel mal rüber gucke und sehe, dass er WhatsAppt, jeder werte Studienkollege, aber gleichzeitig, er denkt, ich würde seinen Chatverlauf lesen. Einen Scheißdreck tue ich, als ob ich so schnell seinen Chatverlauf lesen könnte. Ich wollte nur wissen, was macht der? Ach ja, ich gucke wieder weg, WhatsApp. Okay, gut, kein Problem. Aber so war das Geile auch hier, denn ich habe da nämlich auf dem Bild erkannt, hey, du musst nicht, wenn du da unten bist, auch da unten ins Löchlein rein. Nein, das kannst dir sparen. Und auf einmal erkennst du von jetzt auf gleich ein Muster und bist instinktiv drin. Puh, so. Jetzt müssen wir wieder beide Möglichkeiten durchgehen. Also, sowohl von hier unten nach da unten oder von hier unten nach da oben. Beide Möglichkeiten sind machbar. Oder denkbar, besser gesagt. Und gucken wir mal. Also. Also wenn wir so da unten rein wollen, müssten wir das Ganze so machen. Vielleicht schaffe ich das aber auch so entsprechend. Boah. Ne? Das sieht verdammt richtig aus. Sehr gut. Und das war's. Das war die nächste Tür. Jetzt kommen wir da auch wieder hoch. Aber eine ist noch zu. Also ist die Frage, was macht die letzte Tür auf? Jetzt müssten wir gucken, von wo der kommt und was der macht und wie und was und sowieso. Ich habe ja meine Vermutung, ich habe ja das Rätsel schon gesehen. Also nicht im Sinne von Komplettlösung, sondern da unten. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es der sein wird. Da geht's hoch. Den Baum. Hallo? Den Baum geht's hoch. Ah ja. Dieses Rätsel ist das letzte. Ja. Den Kabeln sind wir bereits gefolgt. Wir wissen, wo es hingeht. Da runter. Und mit den Palmen, das ist immer noch so eine große Geschichte, ne? Irgendwie komme ich da immer noch nicht so richtig weiter. Auch hier wieder ist es eine reine Perspektivensache. Ich wette. Oh, Moment. Au. Bing, bing. Da unten. Da leuchtet noch was. Das habe ich total übersehen. Das heißt, ich muss noch näher ran. Oh, jemine. Naja, wir haben... So... Das passt doch eigentlich. Das müsste doch eigentlich wieder gehen. Dann hier runter, da hoch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh nein. Blöde Platte. Sag mal... Ja, jetzt willkommen im Dschungelgebiet wieder mal. Hier, wo die Schatten teilweise wirklich sehr, sehr komisch waren. Jetzt gilt es natürlich erstmal herauszufinden, wir müssen die Schatten wahrscheinlich abfahren. Und nicht, dass die Schatten die Barrikade bilden. Nur, ich erkenne allein jetzt schon wieder nichts. Also, natürlich. Da die Sonne. Und die Sonne
blendet da hinten, wirft Schatten. Wir können das Ding aber hier leider auch nicht umwerfen. Das heißt, wir müssten hier das Ganze reprojizieren. Ich habe keine Ahnung, wie. Also abgesehen davon, dass allein hier schon wieder gefühlt alle Möglichkeiten sind. Also wir könnten so lang gehen. Keine Ahnung, so. Das ist, allein hier hat schon wieder so viele Möglichkeiten. Okay, wobei so rüber nicht. Diese Linie könnte auch theoretisch so rüber gehen. Also wir könnten es auch mal so versuchen. Nö, auch nicht. Weil das ist nämlich diese Querlatte hier. Dann gäbe es natürlich noch diese Möglichkeit hier. Ist aber auch nicht komplett auf der Bahn. Da könnte es dann wieder hier hochgehen und darüber. Gleiches könnte aber auch für die hier gelten. Also wir könnten auch da hochfahren. Komplett. Das ist schon wieder richtig schwierig. Sagt uns vielleicht dieses Rätsel noch ein bisschen was? Also diese Lösung hier mit den Ästen? Naja, nicht unbedingt. Eigentlich müsste ja hier da was angezeigt werden. Tut es aber nicht. Oder... wir wurden komplett verarscht. Falls ihr es noch nicht erkannt habt. Das könnte auch sein. Oh je, Mene, aber wie soll man sich das bitte merken? Puh, Hilfe. Ja. Also, hat wer einen Stift parat? Ich muss mir das aufzeichnen. schöner Dreck. Da ist ein Blatt Papier. Toll, da ist noch mehr drüber. So, Blatt Papier und ein Stift. So, dann brauche ich mal die Vorlage da unten. Das ist ein 4x4 Gitter. Eins... also vier Linien. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Kann ich zählen. Und das andere sind auch 5. Ich kann immer noch nicht zählen. So. Und jetzt gucken wir mal auf das Ding hier. Da geht's einmal rüber. Da drüben geht es dann auch einmal rum. Das ist wichtig, dass das passt. Hier geht es hoch. Ne, das muss wahrscheinlich dann hier nochmal eins weiter gehen. Hä, aber das ergibt keinen Sinn. Das ergibt irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Das sind viel zu viele Stäbe. Das sind viel zu viele Stäbe, als dass das Sinn ergeben würde. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stäbe, aber nur 5, die hier sind. Also ergibt keinen Sinn. Okay, ich glaube, das wird nichts mit der Lösung. Komplett Lösung, verrate mir. Was zum Geier? Okay, es ist schon richtig. Es ist schon richtig, wir haben es schon richtig erkannt. Wir müssen nur einfach die richtigen Stäbe nehmen. Okay, das heißt, ich würde das Ganze dann einfach nochmal gerne aufmalen. So, Rückseite des Blattpapiers. Ich sollte vielleicht aber auch kleiner malen und nicht das komplette Blatt verschwenden dafür. Ich brauche das ja vielleicht noch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt das Ganze noch ganz wunderschön verbinden.
Ein Traum. Okay, denn das Rätsel ist Lösung. Ab dieser Stange gilt das Ganze. Das ist sozusagen die erste. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ergibt das Ganze auch auf einmal einen Sinn. So, das heißt, wir mischen zwei hoch. Eins nach rechts, eins nach unten, eins nach rechts, eins nach unten. Zwei nach drüben. Hoch, rüber, hoch, rüber, hoch, rüber. 180 Grad. Noch ein zweiter, runter, rüber, hoch. Okay. Das zeichnen wir nach. Zwei nach... Das ist zu viel. Ich will da runter. Außerdem blendet es. Ah ja, da ist auch der Ansatz gegeben. Okay. Zwei nach oben, Treppe runter. Eins nach drüben, lange Treppe hoch. 180 Grad und Bogen. Leck mich, was ist verkehrt? Ach so, vielleicht eins zu wenig. Moment. So. So vielleicht? Ja. Huh. Holla, die Waldfee. So. Nein. Was ist das jetzt? Das ist was Neues. Schiffe versenken. Oh nö. Willkommen im Kirschblütenwald. Aber what the fuck, wo ist der Okay, ich erkenne Apfel. Apfel, böser Apfel. Aber warum das? Das ist ja mal richtig krank. Warte mal, geht das? Ach, das geht aus, wenn ich es falsch hab. Ach, komm schon, ey, das ist jetzt mal wieder richtig schön langweilig ätzend. Da habe ich ganz schnell wieder gar keinen Bock drauf. Aber ich weiß auch noch... Aber bevor wir die Flint ins Korn werfen, erst einmal Stift und Papier weg. Denken ist angesagt. Wir haben hier viele, viele verschiedene Äste. Und nur an einem ist der Apfel. Beim Kirschblütenwald hatten wir zumindest die Situation, dass wir eine Art Baumdiagramm hatten, das nach oben zeigt. Das heißt, da konnten wir die Äste verfolgen. Hier haben wir nichts dergleichen. Hier bin ich einfach nur überfordert. Vielleicht, also ich würde spontan sagen, es ist der Apfel. Weil der sticht hinaus. Der ist rot im Grünen. Könnte aber in der Theorie auch was anderes sein. Gibt's vielleicht einen Tipp vom Lesen her? So. Weil ich komme da wirklich gerade auf überhaupt nichts. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich wüsste auch nicht, wie man dieses, ich nenne es jetzt mal einfach Diagramm, auf dem Apfel hier übertragen sollte. Also welche dieser einzelnen Ziele soll welcher Ast sein? Vielleicht gibt ihr mir einen Denkanstoß. Begebt euch zum anderen vormals inaktiven Bildschirm, auf dem nun eine Art Fadenkreuz zu sehen ist. Lasst euch nicht von den seltsamen Formen irritieren und schaut euch den nebenstehenden Baum an, an dem genau ein Apfel hängt. Herzlichen Glückwunsch, das habe ich erkannt. Besten Dank. Der Baum besitzt unzählige Äste, die in vier verschiedene Richtungen verlaufen. Die entsprechen den Linien des sogenannten Fadenkreuzes. Unzählige Äste, die in die verschiedensten Richtungen, die entsprechen dem. Also grundsätzlich, ich erkenne vier Hauptstämme, sage ich jetzt mal, die nach oben gehen. Und dann entsprechend halt auch die verschiedenen... Moment mal.
Es gibt einen mit gerade mal 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nee, aber das... Doch. Mit 6 gibt's einen. Gibt es einen mit 6? Der hat... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der hier. Also dieser Hauptstamm von den Vieren hat 7. Gibt es einen mit 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, passt. Das heißt, dann ist der schon mal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist dann der. Okay, 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 okay. Wir haben also sozusagen nach oben ist so. Nach links ist so. Also müssen wir den nach rechts benutzen. Jetzt ist dann nur die Frage. Okay, nach rechts. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich war richtig, ich bin mir ganz sicher. Ich habe mich vielleicht einfach auch nur gekonnt, verzählt. Halt, das ist falsch. Dass ich das immer wieder neu lösen muss. Aber ich habe zumindest das schon mal erkannt. Ich war nur noch über die Anordnung irritiert. Moment, also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was geht denn da ab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. Sag bloß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, dass sie die beiden auch noch echt vertauscht haben. Der Pisser, ey. Dieses Spiel. Fieser Hund, der Fiese. Okay. Gehen wir weiter. Ach du heilige Makrele. Okay. Das müsste jetzt das von unter der Pyramide sein. Aber sieht jetzt auf den ersten Blick sehr leicht aus. Aber da gibt es noch ein zweites. LOL. Moment, wir müssen das ein und dasselbe jedes Mal anders lösen? Alle drei Kabel gehen dahin. Zu den verschiedenen Ausgängen. Oh mein Gott. Oh, okay, die kombinieren die verschiedensten Rätsel jetzt miteinander. Oha. Okay, das ist jetzt echt krass. Okay. Wir beginnen da unten, gehen nach da oben, fahren hier leicht zickzack durch. Die Frage ist nur, wo geht's dann hin? Hier hört es auf einmal auf. Und da oben sind auch keine Kratzer, als dass das irgendwie... Okay. Ah nein, Moment, wir müssen ganz woanders anfangen. Oh mein Gott, okay. Wir müssen hier wahrscheinlich anfangen. Müssen dann hier unten durch. Hier oben drüber und da dann so rum. Ja! Okay, gut, damit haben wir die Kratzerlösung. Wir haben die Schattenlösung, wir haben die Kratzerlösung. Was hatten wir noch? Also, wir haben jetzt die Pyramide durch.
Wir haben jetzt wieder den Dschungel durch mit den Schatten. Was könnte noch an dieser Platte sein? Vor allem, wir brauchen noch einen anderen Blickwinkel von da draußen vielleicht. Jetzt bin ich im Flow, Leute, jetzt bin ich im Flow. Lass mich durch hier. Okay, das muss ich von da oben aus machen. Bin falsch gegangen. Hier komme ich raus. Okay. Es ergibt Sinn. Nur die Frage ist, welcher Knüppel zum Anfang? Der da unten? Es gibt ja nur zwei, oder? Moment, ich muss mal ganz kurz auf die Platte gucken. Es gibt hier unten einen und hier oben einen. Das heißt, es muss schon mal der da unten sein. Okay. Dann, wenn wir hier die Rosenranken angucken, dann sehen wir... eine Linie. Ach nee, kann das Ganze etwa auch in der Mitte anfangen? Das Ganze kann auch in der Mitte anfangen. Oh, oder? Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Ja, kann es. Sehr schön. Ja, ideal. Das würde ja dann passen. Gut, das heißt, wir gehen in dem Achteck, fahren wir einmal eine schöne Runde, gehen rechts raus, fahren einen Bogen, gehen wieder kurz rein, oben raus und dann fahren wir eckig zurück. Kann ich mir das merken? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Wobei, versuchen wir es. Wir fahren eine schöne Runde, gehen hier raus, kommen wieder rein und fahren eckig. Halleluja! Sehr schön. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Dann müssten wir alle Türen offen haben. Oh, okay. Es gibt hier aber nichts zum Drehen, oder? Oh, bitte lass mich jetzt nicht darüber rennen müssen. Ja, okay. Mehr erkennt man nicht. Vielleicht indem ich hier hochrenne. Nee, ich erkenne nur das. Fenster? Ah! Hi! So. Da sehen wir... Wie ist es denn eigentlich sonst aufgebaut? Das sind lauter Achtecke, oder? Ja. Lauter Achtecke... Spinnennetze, whatever, Ding ins Kirchens. Gut, das heißt, das untere Achteck muss mit einer 3 durchfahren werden. Einer 3, die... Ich kann mir da nur eine 3 merken. Eine 3 mit großem Bauch. Denk mal, das kann man so akzeptieren. Ist das aber auch die komplette Lösung? Weil hier fängt es ja an. Eine 3 mit großem Bauch. Okay, nee. Es reicht noch nicht. Es ist ein großes zusammenhängendes Rätsel wahrscheinlich. Okay, warte mal. Hier so. Und wir haben ja noch den anderen Schatten. Ja! Es funktioniert! Haha! Oh mein Gott. Jetzt bin ich im Flow, Leute. Jetzt löse ich auch die größten Probleme der Menschheit. Okay, gut, nicht unbedingt, aber... Es gibt Stellen, da sagt einfach das Hirn nein.
Und jetzt müsste ich alles haben. Alle Türen. Ja! 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 Die Stadt ist mein, Leute. Die Stadt ist mein. Gucke ich mir das jetzt gerne an. Wir haben damit alle Laser aktiviert, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Ja, zum einen traurig, das Projekt neigt sich dem Ende zu, aber zum anderen, wir können jetzt endlich auf dem Berg und des großen Rätsels Lösung whatever. Wir finden das große Geheimnis des Berges heraus. Dreh dich richtig hin. Und genieß den Anblick. Es passiert nichts Großartiges, keine fette Explosion. Dann würde ich sagen, haben wir noch die Zeit. Und gehen da mal in aller Mutterseelenruhe hin. Puh. Ja, in der Zwischenzeit, jetzt wo wir uns ja sehr dem Ende entgegenneigen, schon mal ein Short-Resümee. Ein sehr tiefgründiges Spiel, erkennen wir auch an allen Ecken und Enden, würden wir zum Beispiel auch diese ganzen Tonbänder und alles sammeln, würden wir auch echt eine sehr tiefgründige Story bekommen. Aber auch dieses eine Video, was wir gesehen haben, es philosophiert sehr viel. Also es ist echt schwere Kost, was die bisschen Story da betrifft. Ich bin, glaube ich, falsch gegangen. Ah ne, hier spielt ja keine Rolle. Ich glaube, da hinten können wir auch rum. Aber auch was die Rätsel betrifft. Es fängt sehr leicht an. Es ist sozusagen am Anfang was für jedermann. Später wird es aber sehr böse. Anders kann man es gar nicht formulieren. Manchmal sind Sachen dabei, die erkennst du einfach als Normalsterblicher nicht. Also, das ist schon echt hart an manchen Ecken und Enden. Aber mit ein bisschen Komplettlösung, so wie wir es jetzt gerade machen, ist es echt machbar. Und es macht auch richtig, richtig Spaß, weil vor allem aber auch ein Belohnungsgefühl da ist. Okay, also, interpretieren wir mal die Statuen. Boah, Alter. Erstmal über die Welt gucken. Das haben wir alles geschafft, Leute. Wir sind aus der Burg irgendwann rausgekommen. Haben die verschiedensten Winkel der Welt abgeklappert hier. Können aber auch in so einem Laser mal reinrennen. Passiert aber nichts. Wäre schon sehr komisch, wenn es in dem... wenn es im Spiel hier ein Todessystem geben würde. Also hier spricht einer. Hier versucht es einer abzureißen. Da sagt einer, das ist meins. Er versucht ihn zurückzuhalten. Und sie filmt das Ganze. Bevor wir aber mal die große Luke öffnen, frage ich mich, was bedeutet das? Anscheinend nicht viel. Hier regt sich einer auf. Ich bin mir nicht sicher, warum. Er hält ein Buch in der Hand, rennt bald zurück. Das sind wahrscheinlich wirklich die verschiedensten Geschichten all derer, die versucht haben, hier was zu erreichen. Doch was sie versucht haben und was sich da drin befindet, das werden wir vielleicht alles in der nächsten Folge herausfinden. Vielleicht aber auch erst in der übernächsten. Wer weiß. Das große Finale beginnt und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.